Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Guild Wars 2. Wir befinden uns hier im Hain, der Hauptstadt der Silvari, und unsere Aufgabe lautet: Sprecht mit dem blassen Baum über die einfallenden Mordrem. Betretet die Umphaluskammer im Hain. Ja, und wir stehen dann genau davor und es geht einfach los. Jo, so eine nette Sequenz, wie wir jetzt mit der Kapsel da raufgeflogen sind. Ich finde das eigentlich immer ganz lustig, dieses Lift hergenommen, so ein Dingstel da, wisst schon, was ich meine. Und das ist der blasse Baum. Okay, aber wie es ausschaut, müssen wir uns erst mit unseren Freunden unterhalten. Hey Leute, wie geht's euch? Wir werden hier warten, damit ihr ungestört mit dem blassen Baum sprechen könnt. Oh, und schöne Grüße von Marjorie soll ich ausrichten. Ihr habt sie also gesehen? Ja, es geht ja gut. Ich habe zwar die Beerdigung verpasst, aber ich konnte etwas Zeit mit ihr verbringen. Sie wird in Kürze wieder bei uns sein. Ich bin froh, das zu hören. Hallo, wie geht es euch? Habt ihr irgendwelche bleibenden Veränderungen an euch bemerkt, seit der Funke von Omats Maschine zu euch übergesprungen ist? Nichts Physisches, ich bin nur besorgt wegen der Mordremov-Situation. Ich auch. Es besteht immerhin Hoffnung, dass der blasse Baum uns helfen kann. Wenn sie so mächtig und weise ist, wie er sagt, wird eure Diskussion mit ihr sicherlich interessant. Oh ja. Hey, ich habe von Tami gehört. Sie ist nach Ratasum zurückgekehrt. Anscheinend hat die kleine Vagabundin eine Menge Lehrstoff nachzuholen. Gut zu hören, dort ist es sicherer für sie. Danke, dass ihr gekommen seid. Macht ihr Witze? Um nichts in der Welt würde ich mir das entgehen lassen. Wo ich herkomme, da gibt es keine sprechenden Bäume. Ich lasse euch wissen, was sie zu sagen hat. Oh, da kommt wer. Ich grüße sie. Hallo Kashmir. Ich habe viel von euch gehört. Ihr habt den Schleier vom Albtraumturm gelüftet, nicht wahr? Das haben wir gemeinsam getan. Ich hätte das nicht überlebt ohne meine Freunde. Besonders diese hier. Hallo. Ich höre, ihr habt mit Kaith gegen Saitan gekämpft. Yep, das habe ich. Eine Ehre, euch zu treffen. Unsere geliebte Mutter ist bereit, euch zu sehen. Wenn ihr mir folgen wollt? Sehr gerne, sehr gerne. Da, 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 da. Welche Freude, euch zu sehen. Bitte erlaubt mir, unseren Gast vorzustellen. Den Vernichter Saitans und Kommandeur des Pakts. Ich bin gespannt, was ihr mit mir besprechen wollt. Naja, die wird jetzt gleich umhauen, hä? Ich kenne euch, er war mit Trehearn hier und habt ihn während seiner Vision von der Zukunft des Pakts begleitet. Samira, es freut mich zu sehen, wie gut es euch geht. Und ihr seid liebreizend wie eh und je. Kaith hat mir gegenüber euren Namen erwähnt, als sie von Saitans Untergang sprach. Ihr seid bei der Klinge des Schicksals. Das habe ich für eine Weile. Ich leite nun eine neue Gruppe. Ja, so wurde es mir zugetragen. Ich vermute, ihr werdet noch größere Taten mit ihnen vollbringen. Aber sagt mir, was führt euch her? Warum sucht ihr meinen Rat? Zwei Dinge. Erstens hatte ich eine Vision. Ihr habt die Hauptrolle darin gespielt. Das hört sich interessant an. Erzählt mir mehr. Worum ging es? Wo hattet ihr diese Vision? In einer assyrischen Apparatur, die Scarlet verwendete, um die ewige Alchemie zu betrachten. Ich habe sie ebenfalls gesehen. Welcher Gefahr ihr euch ausgesetzt habt. Solche Dinge waren nicht dafür bestimmt, gesehen zu werden. Sie könnten einen den Verstand rauben. Ich habe nicht viel von der Vision verstanden, doch ihr standet im Mittelpunkt. Falls das die Apparatur war, die Syra verwendet hatte, dann muss noch etwas von ihrem Wesen darin zurückgeblieben sein. Aber ich kann mir nicht erklären, was das bedeuten soll. Nur ihr kennt das. Vielleicht mit der Zeit. Was ist mit Mordremoth? Ihr wisst, dass er aktiv geworden ist? Es ist wahr. Der Altdrache Mordremoth hat volles Bewusstsein erlangt. Oh nein! Ich weiß es seit dem Moment, als wir das Brüllen hörten. Lukin, ich möchte Niam sprechen. Wäret ihr so freundlich, sie herzubitten? Aber gern. Ich bringe sie hier, so schnell ich kann. Niam?
Ich musste ihn fortschicken. Was wir zu bereden haben, ist zu ernst. Ich möchte wissen, wie ihr darüber denkt. Sagt mir, was wisst ihr über Mordremos? Bitte, Samira, erzählt mir alles, was ihr über Mordremos Aktivitäten wisst. Ich habe auf seinen nächsten Zug gewartet und gleichzeitig die Verteidigung hier im Hain verstärkt. Er hat Fort Salma und Concordia angegriffen und Leute getötet. Und seine Schergen, haben sie sich bereits weit ausgebreitet? Wir sind ganz weit im Osten auf sie gestoßen und ihr Einfluss reicht sogar schon bis zur Brisbane-Wildnis im Westen. So schnell und so nah? Das verheißt nichts Gutes. Fahrt bitte fort. Fort Salma und Concordia wurden von seinen gigantischen Dornenranken vernichtet. Das sind beunruhigende Neuigkeiten. Es gibt noch mehr. Die Diener werden von Wegmarken angezogen und zerstören sie. Ich verstehe. Die Situation ist ernst. Wenn der Einfluss des Altdrachen sich so weit erstreckt, ist ganz Tyria in Gefahr. Was sollen wir eurer Meinung nach tun? Wir müssen die Anführer der Welt informieren und dazu bringen, zusammenzuarbeiten. Verstehe. Eine Zusammenkunft also. Ich könnte solch ein Treffen abhalten, falls ihr die Gäste überzeugen könnt, zu mir zu kommen. Wen plant ihr denn einzuladen? Knut Weisbe natürlich. Und einen Anführer von jedem der anderen Völker. Dann lege ich die Verantwortung in eure Hände, während ich hier Vorbereitungen treffe. Ihr habt richtig gehandelt, euch damit an mich zu wenden. Ich bin froh, wenn ich euch helfen kann. Meine Freunde und ich werden tun, was auch immer nötig ist, um sie alle hierher zu bekommen. Okay, wieder zurück zu unseren Freunden. Das lief doch gut. Sie wird Gastgeberin sein. Was tun wir jetzt? Wie lautet der Plan? Die Anführer der Welt dazu bringen, herzukommen. Mit ihrem Namen auf der Liste der Zusammenkunft erscheinen sie vielleicht, aber wer und wie? Wir teilen uns auf. Geht zum Ranghöchsten in euren Heimatstädten, der bereit ist, sich mit euch zu treffen. Ihr wollt also, dass ich jemanden aus Götterfels hole? Die Königin? Und Rox geht zur Schwarzen Zitadelle? Und Braham begibt sich nach Holbrook. Ich werde euch alle unterstützen. Zusammen schaffen wir das. Danke für die ermutigenden Worte. Also gut, wir schaffen das. Ja, das schaffen wir. Ich bekomme keine Audienz bei der Königin, aber ich kann mit Gräfin Anise sprechen. Nervös? Ich weiß, ihr hattet Probleme mit eurem Volk. Nein, alles gut. Hatte nur in letzter Zeit nichts zu bereden mit Gräfin Anise und der Königin. Nicht seit mein Vater... Ich sollte mich wohl zusammenreißen und mit Tribun Brimstone reden. Ich komme nicht ans Modo heran. Ja, und ich muss zurück nach Holbrook. Als ich weiß, wer das letzte Mal sah, war meine Mutter da. Wir kriegen das hin. Es ist wichtig. Und danach treffen wir uns wieder. Nicht jeder Kampf macht Spaß, schätze ich. Bevor ich nach Holbrook gehe, sollte ich Taimi suchen. Sie ist in Rakasom. Sie könnte Soja beibringen, dass ein Vertreter der Asura zum Gipfel muss. Aber für die Asura ist sie doch nur eine Schülerin. Keiner dort hört auf sie. Ich weiß, bis auf Soja. Ein Versuch ist es wert. Wenn sie es nicht schafft, muss der Boss Soja überzeugen. Sie sind Freunde. Nun, wir haben an alles gedacht. Ihr solltet einander verständigen, wenn alles erledigt ist, ja? Abgemacht. Schätze, jetzt können wir nur hoffen, dass auch alle kommen. Wenn sie alle auf einem Fleck sind, überlegen wir, wie wir ein Bündnis zustande bringen. Die Welt kommt zusammen, um an einem Strang zu ziehen. Na klar, ganz sicher. Bringt Glück. Oh, Rox, bitte. So geil. Schaut in euren Posteingang nach Mordremoths Einfluss. Was? Brief von Taimi. Ihr habt eine Mitteilung von Taimi mit dem Titel Mordremoths Einfluss erhalten. Notiz lesen. Hallo, die jüngsten Nachrichten der Asura besagen, dass die Ranken, die Fort Concordia und Fort Salma angegriffen haben, nun auch in der Eisenmark aufgetaucht sind. Sollte sich dies bewahrheiten, dann reicht Mordremoths Einfluss noch weiter, als wir bisher angenommen haben. Dass es in unser aller Interesse ist, wenn ihr diesen Berichten nachgeht. Taimi. Ich unterrichte die anderen Besucher, okay? Oh, immer dieses Gequatsche. Von Marjorie? Leider nein, er war von Taimi. Mordrem wurde in dem Gebiet der Eisenmark entdeckt. Die Eisenmark? Entschuldigt, dass ich unterbreche. Aber hat sie die Schwarze Zitadelle erwähnt? Wurden sie getroffen?
Mehr hat sie nicht gesagt, aber ich werde der Sache nachgehen. Das halte ich für eine gute Idee. Je mehr Informationen wir zusammentragen können, desto besser. Ich werde mich nach Götterfels aufmachen und um eine Audienz mit Gräfin Anise bitten. Viel Glück! Treffen wir uns am Leylinienknoten, nachdem ihr mit der Gräfin gesprochen habt? Ich komme, sobald ich etwas in Erfahrung gebracht habe. Okay. Wieder lauter tolle Geschenke. Entwurzelung der Eisenmark. Untersucht die Präsenz der Mordschirm in der Eisenmark. Ah, okay, also ist auch schon unser nächstes Ziel, ist die Eisenmark. Da wimmelt es anscheinend auch schon von Mordrams. Und das geht natürlich nicht, meine lieben Freunde. Wir könnten unterhaltsam sein. Schauen wir mal da hin, die ist wir da irgendwo drüben. Da gibt's glaube ich auch einen Erfolg, wenn man alle Events, was die Mordrams betrifft, ich glaube es sind 3 oder 4 Events, wenn man die macht, dann kriegt man einen Erfolg oder so. Geht eigentlich ganz schnell. Okay, oh yeah. Oh, falsche Richtung, ich muss darüber. Wie ist es gerade so leise? Warte. Okay, jetzt habe ich einen Ton. Irgendwie, glaub ich, habe gerade keinen Ton gehabt. Sabinus Feuerregen. Ihr wollt dort nicht hinausgehen. Diese bösartigen Pflanzen schießen einfach überall aus dem Boden. Wir tun unser Möglichstes, um sie fernzuhalten. Aber es reicht einfach nicht. Ich bin hier, um zu helfen. Großartig! Das können wir gut gebrauchen. Findet die Soldaten, die damit beauftragt wurden, diese Dinge zu erledigen und helft ihnen, wenn möglich. Okidoki. Ich habe gerade mit Aelius Blutreißer gesprochen. Und sie steckt in Schwierigkeiten. Fangt dort an, sobald ihr die Kreaturen in dieser Gegend beseitigt habt. Und ich weiß, das werdet ihr, wird sie euch zum nächsten Soldaten bringen, der eure Hilfe braucht. Ich bin schon unterwegs. Helft den Char Mordrim Eindringlinge einzuäschen. Jo Leute, das machen wir. Aber erst in der nächsten Episode. Hey, du störst voll mein Büdel. Was ist denn da los? So. Schaut schon besser aus. Aber Leute, erst in der nächsten Episode. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.